Ulla Jelpke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Kollege Frey, seit Jahren diskutieren wir über europäische Maßstäbe. Seit Jahren diskutieren wir über Griechenland und über die Überforderung von Griechenland. Und da nutzt es meines Erachtens nicht, hier eine Klein-Klein-Aufrechnerei zu machen, sondern Deutschland sollte tatsächlich Vorbild sein im solidarischen humanitären Handeln. Und das bedeutet eben tatsächlich, Kinder und Jugendliche, die unbegleitet sind, ohne ihre Eltern, in diesen geschlossenen, katastrophalen Lagern aufzunehmen in Deutschland. Die Kapazitäten sind da und die Hilfsbereitschaft der Menschen in unserem Land ist auch vorhanden. Die Lebensbedingungen in den Hotspots sind von Not und Gewalt geprägt. Es fehlt dort an allen, an Schlafplätzen, an sanitären Einrichtungen, an ärztlicher Versorgung, an psychologischer Betreuung, an Zugang zur Bildung. Im größten Lager Moria waren jetzt kürzlich etwa 20.000 Schutzsuchende untergebracht. 40% von ihnen sind Minderjährige. Ihre Rechte werden in einem teils bedrohlichen Ausmaß verletzt. 2019 sind 3 Kinder in der Folge dieser Bedingungen dort gestorben. Und diese erbärmlichen Zustände wurden bewusst, Herr Frey, durch den schäbigen Flüchtlingsdeal mit Erdogan geschaffen, mit dem alleinigen Ziel, Menschen abzuschrecken, nach Europa zu kommen. Man bezahlt Erdogan dafür, dass er Flüchtlinge abhält, wirklich Schutz zu finden. Und das ist ein Riesenskandal, meine Damen und Herren. Der damalige Innenminister de Maizière hat hier übrigens 2016 im Bundestag mit den Worten auf uns eingeredet, auch wenn wir jetzt einige Wochen ein paar harte Bilder aushalten müssen, unser Ansatz ist richtig. Wir sehen aber, es geht nicht um einige Wochen, sondern es geht um Jahre. Und wenn Sie ehrlich sind, wissen Sie das auch, dass die Menschen dort jahrelang warten, bis ihr Verfahren durchgeführt wird. Und davon mal ganz abgesehen, nein, wir wollen diese Bilder nicht ertragen und aushalten, sondern wir wollen die untragbaren Zustände in den griechischen Lagern ändern. Und da können wir hier auch ganz viel für tun. Und, meine Damen und Herren, die Aufnahmebereitschaft in Deutschland ist groß. Ich sagte es eben schon, die Liste der Städte und Gemeinden, die öffentlich erklärt haben, mehr Flüchtlinge aufnehmen zu wollen, wird immer länger. Etwa über 120 haben sich bereits bereit erklärt. Die Länder Berlin, Niedersachsen, Thüringen haben Innenminister Seehofer signalisiert im Dezember und Zustimmung sogar gebeten für die Aufnahme dieser unbegleiteten Kinder und Jugendlichen. Doch Seehofer stellt sich quer. Und das ist wirklich eine Schande, meine Damen und Herren. Viele der in den Hotspots festsitzenden Flüchtlingskinder haben Angehörige, die bereits in Deutschland im Asylverfahren sind. Sie haben gemäß der Dublin-Verordnung einen Rechtsanspruch auf Familienzusammenführung. Doch das BAMF verwehrt selbst ihnen immer häufiger die Aufnahme nach Deutschland. Zwischen Juni und Dezember hat die Asylbehörde mehr als 70% der Übernahmeersuchen aus Griechenland mit fadenscheinigen Begründungen abgelehnt. So darf man mit dem Menschenrecht auf Familienleben nicht umgehen. So darf man mit den Menschen. Und das BAMF muss unmissverständlich angewiesen werden, meines Erachtens, diese Regelung der Dublin-Verordnung zur Familienzusammenführung großzügig auszulegen. Mit unserem Antrag schlagen wir vor, dass wenigstens die 2000 unbegleiteten Kinder aus den Horrorlagern herausgeholt werden. Das kann aber nur der Anfang sein. Die Bundesregierung muss sich auf EU-Ebene für die sofortige Aufkündigung des Türkei-Deals einsetzen und für die Schließung dieser EU-Verantwortung liegenden Hotspots. Wir brauchen ein europäisches Asylsystem, das diesen Namen wirklich verdient. Danke Ihnen. Vielen Dank, Ulla Jelpke.
Nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen.